Moin Moin und willkommen hier zurück auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Joa, ich habe uns mal eine neue Schaufel gekauft für den Radlader. Wir hatten ja vom Neustart weg quasi an die ganz normale Standardschaufel für den Radlader. Das hat mir jetzt nicht mehr gepasst. Ich bin nämlich gerade am BGA befüllen. Und ja, erstmal hat mir das ein bisschen zu lange gedauert, weil da ein bisschen wenig reinging. Und zweitens, ja, optisch auch nicht so das schönste Ding. Ich habe jetzt eine neue Schaufel von Bressel und Lade mit draufgenommen. Die können wir uns gleich mal angucken. Ist eine Hochkippschaufel. Geht ein bisschen mehr rein. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob wir da ein bisschen zu viel haben. Vom Füllvolumen her. Da gehen jetzt, glaube ich, 5200 Liter rein. Ja, mal sehen, ob unser Radlader das noch gehoben kriegt, weil Silage wiegt ja auch ein bisschen was. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen. Ich habe inzwischen 2 Tage vorgespult. Ich wusste nämlich nicht so recht, was mit mir anzufangen. Ja, auftragsmäßig war nicht wirklich was vorhanden. Und ja, wir hatten auch nicht so wirklich was zu tun. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Arbeit. Ich würde ganz gerne mit euch Pflanzenschutz spritzen. Das werden wir gleich in Angriff nehmen. Wir werden noch 2, 3 Schaufeln Silage in die BGA hauen und dann, ja, geht das los. Nochmal ein bisschen was zu meinem Headset. Also ich hoffe, dass das von den Einstellungen so passt. Ich habe nochmal so ein bisschen rumexperimentiert. Habe auch wieder offline ein bisschen was hochgeladen, was ihr nicht so mitgekriegt habt. Ja, ich hoffe, dass das so jetzt einigermaßen passt von den Einstellungen her. Ja, könnt ihr mir ja ganz gerne nochmal was zu schreiben. Also im letzten Video war ein bisschen wenig Feedback dazu. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch dazu ganz gerne auch nochmal äußern. Heute kommt ja noch eine Folge von der Gelderland. Die wird noch mit dem alten Headset sein. Ja, sorry, ne? Aber da haben wir leider 4, 5 Folgen aufgenommen. Und das ist dann aber auch die letzte Folge, ne? Im alten Headset oder auf dem alten Headset. Und ja, dann ist jede Folge ganz normal mit dem neuen Headset. Also nicht, dass ihr euch vielleicht wundert, wenn ihr euch die Folge anguckt. Es ist ja wieder ein anderes Headset. Nee, nee, also das ist noch das alte. Und dann geht das alles seinen Gang. Ne? Nur das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man vorproduziert, dann kann sich das nochmal überschneiden. So, wir sind bei der BGA angelangt. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt da noch reinmachen müssen. Ich glaube, sie war fast halb leer, die gute BGA. Ist aber nicht so schlimm. Also wir befüllen sie jetzt nicht ganz, weil dann ist die Folge wieder zu Ende. Und das wollen wir ja nun auch nicht, ne? Wir haben inzwischen wieder 420.000 Euro. Das ist gar nicht so wenig. Ist aber tatsächlich, also eigentlich nur durch die BGA passiert, ne? Wir waren ja schon ein bisschen runter durch Reparieren und tritralala, was da alles so anlag. Und ja, jetzt haben wir wieder... Achso, ich wollte sie euch ja nochmal zeigen hier, ne? Pass auf. Hier. Das ist sie. Das ist sie. Also 5,2 Kubik gehen da, glaube ich, rein. Ja, schafft ein bisschen was weg, ne? Schafft ein bisschen was weg. Ich glaube, wir hatten auf dem alten Spielstand damals eine, da ging 6 Kubik rein. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich 6 waren. Die war schon fast zu schwer nachher wieder. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir füllen das Ganze mal da rein. Ah, man merkt, dass wir ein bisschen Gewicht auf der Achse haben vorne. So. Einmal ausprobieren. Ja, das macht er gut. Ist okay. Na, das ist das gute Stück hier. Ich glaube, kennt jeder oder viele von euch. Die werden die wahrscheinlich auch schon gespielt haben. Allgemein so Bressel und Lade, die machen schon sehr schöne Schaufeln. Ne? Also die habe ich im 19er auch sehr gerne gespielt. Das passt ganz gut. Apropos Spielen. Jetzt kam ja die Ankündigung. Also ich will da gar nicht zu doll mit einsteigen in das ganze Thema, weil da haben schon, denke ich mal, viele was zu gesagt. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf die Ankündigung des DLCs kommen, beziehungsweise des Gülle, ja, DLCs, ne? Das Pumps and Horse Pack, also Pumps and Horses heißt das ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen unglücklich gelaufen von Giants. Viele haben sich ja beschwert, dass der Season Pass eh schon nicht so doll war dieses Jahr, obwohl
Also ich kann jetzt nur dafür sprechen, was meine Zuschauer bzw. Abonnenten in der Abstimmung gesagt haben. Ich habe ja mal vor einiger Zeit, ist knapp 14 Tage her, habe ich eine Abstimmung auf Instagram gemacht, wie ihr denn den Season Pass bisher so findet. Und tatsächlich, was mich auch sehr überrascht hat, war es ziemlich ausgeglichen. Also das war eine 50-50-Entscheidung. Tatsächlich eher haben mehr gesagt, dass der Season Pass den Leuten zusagt. Also scheint es ja so schlecht wahrscheinlich gar nicht zu sein. Gut, die Anzahl, die ich an Abonnenten und Abstimmern habe, das ist bei weitem nicht so viel wie ein, keine Ahnung, Burning Gamers oder was weiß ich habe. Aber bei mir die Abstimmung, die war relativ eindeutig, dass die Leute doch damit zufrieden waren. Und das hat mich sehr überrascht. Worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, dass ich das ein bisschen unglücklich gewählt finde, dass der wahrscheinlich ein bisschen Geld kosten wird. Also man sagt, dass es um die 20 Euro sein soll. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also für viele, wo sich der Season Pass jetzt ihrer Meinung nach nicht gelohnt hat, dass man dann noch um die Ohren geschmettert kriegt, dass das Gülle DLC 20 Euro kosten soll. Ja, die sind erstmal die bedient. Also ich gehöre natürlich auch dazu. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ich weiß nicht, was sich Giants dabei gedacht hat, aber das passt absolut nicht ins Bild. Und ja, viele haben jetzt schon gesagt, ja, die nächsten Season Pass holen sie sich nicht. Also ich habe das jetzt schon von ganz vielen Leuten geholt, aber jetzt mal ganz im Ernst, schlechter werden kann es doch nicht, oder? Also eigentlich müsste man sich ja den nächsten Season Pass holen. Weil das dürfte sich ja. Also ich weiß nicht. Schlechter kann es ja schon bald gar nicht mehr werden. Na? Auch das mit dem letzten angekündigten DLC, was da kommt. Ja. Grastechnik. Ja, super. Haben wir auch noch nicht genug, ne? Also ich finde tatsächlich, und das ist meine persönliche Meinung, dass. Also ich will jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen oder sowas, ne? Aber ich finde tatsächlich. Giants sollte sich mal inzwischen nicht mehr so darum kümmern, wie viele Marken vertreten sind, sondern dass man sich mal um das Grundgerüst ein bisschen mehr kümmert. Das heißt, von der Feldbearbeitung her, da gibt es noch so viele Sachen, die offen sind. Also wenn man den LS noch ein bisschen realer machen will, warum bringt man dann nicht Features für die Bodenbearbeitung rein? Ne? Also das kann ich tatsächlich dann auch nicht so ganz verstehen. Andere Saatgutsorten, vielleicht noch ein paar andere Fruchtarten. Ja, Strohbergungs-Addon kommt ja wahrscheinlich auch nicht. Also fällt das auch schon mal wieder weg. Also es gibt so viel, was das Thema Bodenbearbeitung eigentlich noch beinhaltet. Oh. So, warte mal. Warum sprüht er nicht raus hier? Ah doch, jetzt macht das. Jetzt macht das. Jetzt macht das doch. Ich hab gedacht, er sprüht nicht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Bisschen verwirrt war ich schon. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist so die Meinung, die ich aktuell vertrete. Es ist zwar schön, dass Giants immer mehr Marken mit ins Spiel bringen will, auch Forst und so. Ich meine, das mag ja alles schön und gut sein. Aber inzwischen bin ich der Meinung, weil ich persönlich finde, der Season Pass fürs erste Jahr war ein Flop. Also fand ich jetzt nicht so geil. Finde ich tatsächlich, sie sollten sich nicht mehr so auf die unterschiedlichen Marken beziehen, dass man immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern sich einfach mal auf dieses Standardspiel konzentriert. Vielleicht ein paar mehr Feldfrüchte, andere Saatgutsorten, Ertragspotenzial ein bisschen unterschiedlich machen von Witterungsbedingungen abhängig machen. Das würde das Spiel schon viel, viel geiler machen. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wie viele Marken sollen wir denn noch kriegen? Ich meine, das DLC, was jetzt kommt, das kennt doch eh keiner. Also ich kenne es nicht. Also ich habe es auch das erste Mal gehört. Tut mir leid, ich habe es nicht gekannt. Und ja, das ist meine persönliche Meinung. Ne? Ich will da jetzt, wie gesagt, auch nicht zu weit ausholen. Habe ich eigentlich schon. Aber
Ja. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Season Pass so kommt. Also ich denke mal, da wird noch einer kommen wieder. Ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, bevor der LS22 rauskam, dass das jedes Jahr neu aufgesplittet wird. Also dass im Herbst dann wieder ein neuer Season Pass kommt. Aber ich habe es nur gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Na, also nicht, dass ihr jetzt losrennt und sagt, der hat gesagt. Na, also so ist es nicht. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass ich das mal so gehört habe. Und dann bin ich wirklich mal gespannt. Ja, wie das läuft, weil sie werden ja auch ein Feedback kriegen, wie die Leute so den Season Pass fanden. Und ich gehe mal stark davon aus, dass der Großteil sagt, hat sich nicht gelohnt. Ja, das ist meine Meinung. So, jetzt ist aber auch Schluss damit. Also, wie gesagt, es haben sich schon viel zu viele dazu geäußert. Ich wollte da eigentlich gar nicht so weit ausholen, aber ja, muss man ja dann vielleicht auch mal sagen, ne? So, wir haben uns jetzt den Deutz geschnappt, sind ein bisschen Pflanzenschutz ausbringen. Ich habe tatsächlich gesehen, dass da nicht mehr so viel drin ist, aber für die Folge sollte das, denke ich mal, noch reichen. Ja, dann fahre ich offline, mal sehen, wie weit wir hier kommen. Bei dem Verbrauch wird das wahrscheinlich sogar noch für beide Felder reichen. Aber danach werde ich einmal Pflanzenschutz auffüllen fahren, dass wir zum Herbst, ja, wieder damit ausgestattet sind. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt schon Gras und Heu mache, weil Heu ist fast leer bei den Kühen. Ich habe ja 2 Tage vorgespult und ja, wird langsam knapp mit dem Heu. Ne, da könnte ich mal langsam ein bisschen was nachproduzieren. Und da wäre es wahrscheinlich auch mal angebracht. Wir können uns ja gleich mal angucken, wie das die nächsten Tage wird vom Wetter her. Dann können wir da vielleicht anfangen mit Heu machen, weil sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, der Stickstoffbedarf bei Sojabohnen ist ja nicht ganz so hoch, also werden wir da wahrscheinlich nicht mehr rübergehen brauchen. Dann hätten wir nicht mehr so viel zu tun. Und ich bin ja so jemand, der auf dieser Karte hier, da das ja alles so große Felder sind, nur einen Schnitt im Jahr macht, weil mir das sonst zu viel ist. Ja, könnte man im Mai machen. Ich habe gedacht, dass ich das so im Juni mache. Ja, so Anfang Juni. Aber wenn wir dann jetzt schon mal dabei sind, vielleicht Heu zu machen, dann, ja, dann kann man auch gleich Gras machen, ne? Also ein bisschen Silage für die Kühe. Das passt dann, glaube ich, auch. So. Aber das gucke ich mir dann mal an. Ich muss mal sehen, ob ich hier nachher schon offline ein bisschen weitermache oder nicht. Mal sehen. Tatsächlich habe ich vergessen zu sagen, dass wir heute Abend Livestream machen. Wer will, darf sehr gerne wieder vorbeischauen. Ja, ich bin jetzt immer ein bisschen später online. Also sonst war ja immer so 6:30 spätestens. Ich denke mal, dass wir so ab 7:45 wieder. Das ist eine Uhrzeit, die gut reinpasst bei mir momentan und auch bei meiner Freundin, weil dann habe ich abends nicht so einen Stress. Ja, mal gucken. Also ich muss mal sehen. Aber ich denke mal so 7:45 wieder. Ich werde das auch noch mal auf Instagram ankündigen. Also wer will, kann mir da auch folgen. Da kommen ja immer Livestream-Ankündigungen und alles rund um den Kanal, ne? Immer so ein paar Bilderchen zur aktuellen Lage, was in den einzelnen Projekten so abgeht. Und ja, wer will, darf mir dann da auch gerne folgen. Dann seid ihr immer auf dem Stand, weil ich kündige nicht alles auf YouTube an. Das habe ich mal gemacht. Das werde ich jetzt ein bisschen weniger machen, weil das auf Instagram für mich ein bisschen, ja, zeitsparender ist. Also ich krieg das da alles ein bisschen schneller hin. Da ich ja auf Konsole spiele, muss ich erst wieder anmachen, ein Video aufnehmen, das schneiden, hochladen und so einfach Instagram, zack, rein in eine Story, fertig. Ne? Also ich glaube, das könnt ihr auch verstehen. Also wer will, darf mir da dann natürlich auch sehr gerne folgen. Würde ich mich freuen. Und ihr, ja, seid immer up to date, ne? Das hat natürlich auch seine Vorteile. So, jetzt habe ich 2 Tage vorgespult. Jetzt weiß ich auch gar nicht. Warte mal, das müssen wir mal gleich gucken, was die Kühe so sagen bezüglich der Milch. Wir können ja mal ganz kurz reinluschern hier. Ja, ist okay. 21.000 Liter Milch wieder. Also wird. Den zweiten Kuhstall habe ich mir jetzt gesagt, werde ich wahrscheinlich doch erstmal nicht in Angriff nehmen. Ist einfach so ein Bauchgefühl. Also ich werde es wahrscheinlich doch erstmal lassen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie werde ich es lassen. Ich glaube, das wird zu viel. Tatsächlich glaube ich, das wird einfach zu viel.
Stattdessen würde ich mir ja, oder habe ich mir ja gesagt, dass ich ganz gerne noch einen neuen Mähdrescher hätte. Genau, da können wir gleich nochmal ganz kurz reingucken. Wir fahren das Vorgewende mal ganz fix zu Ende. Aber das passt jetzt gut, ne? Das passt gut. Ich habe das ja jetzt nochmal angeglichen. Bei den anderen Feldern, die ich im Herbst angesehen habe, da war ja das erste Mal mit Fahrgassen. Da hat das ja alles nicht so ganz gut gepasst. Zumindest beim Vorgewende. Der Rest war tippitoppi. Aber Vorgewende hat nicht so gut gepasst. Aber das sieht doch besser aus jetzt, ne? Das sieht besser aus. Ja. Den Fehler macht man kein zweites Mal. Hat Mitchell gesagt. Genau. Mitchell hat gesagt, wer den Fehler einmal macht, der macht das kein zweites Mal. Das merkt man sich. Und ihr seht, ich habe es mir gemerkt. Das passt jetzt deutlich besser. Deutlich besser. So, wir halten mal einmal ganz kurz hier an. Ich weiß gar nicht, ob ich das Pack mit drauf habe. Da ging es eigentlich in dem anderen Projekt drum. Da haben wir uns über Mähdrescher unterhalten und da gab es ein, zwei Kommentare. Ja, da ging es um Tür öffnen und sowas, ne? Und in dem Tucano-Pack soll es wohl was geben. Oh, hier, Lexion ist mit drauf. Lexion ist mit drauf. Ich hätte ganz gern großen. 6,7. Was hat er für ein Füllvolumen? 11.000 Liter. Ah, da kann man sogar Strohverteilbreite einstellen. Das ist ja geil. Ah, das ist ja krass. Guck mal, der hat sogar hier noch das Kennzeichen von der Butchern drauf. Ist ja auch geil. Okay, oh, da ist ja ein bisschen was möglich, ne? Hi, das ist ja ein Spielzeug für mich. Aber günstig, finde ich. Also ich finde, der ist jetzt nicht so teuer. Was ist der höchste? Der, oh, ja, der 8.900er. Okay, da geht es dann schon bis 18.000 Korntankvolumen. Okay, das kann ich jetzt so schnell nicht entscheiden. Da werden wir uns die Tage nochmal auseinandersetzen mit. Feldscanner, okay. Entladerohr. Achso, ah, kurz, lang, mittel und die ganze Geschichte. Aufstiegsleiter, okay. Ja, weil damit, also mit dem Lexion habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt doch so viel Auswahl hat. Das machen wir dann mal die Tage irgendwann. Wenn es denn soweit ist. Also so den anderen verkaufen wir und dann holen wir uns so ein schickes Ding hier. Das machen wir dann aber demnächst. Na, das machen wir jetzt nicht mehr heute, weil das schaffen wir nicht mehr. Ist auch eigentlich noch nicht notwendig. Wo fangen wir denn an? Wir arbeiten uns von hinten nach vorne, ne? Von hinten nach vorne. Ja, gut. Also, haben wir erstmal wieder ein bisschen was bequatscht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas wollte. Wie gesagt, also Headset-Einstellungen, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, dass ihr mir da einmal schreibt. Ich muss hier rein. Das wäre ganz, ganz wichtig, ne? Und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss. Wie gesagt, heute Abend Livestream, schaut gerne vorbei, würde ich mich freuen. Bis dahin, ja, macht's erstmal gut und vielleicht sehen wir uns heute Abend. Tschüssi!